Hallo und herzlich willkommen. Ich habe auf Aufnahme beenden gedrückt und ja, bin 2 Schritte nach vorn gelaufen. Da war eine Schlange und die hat mich erstmal schön gebissen. Wahnsinn. Da. Ha, jetzt kam der Nieser. Letzte Folge angekündigt. Jetzt kam der Nieser. Usa. Laufen wir mal weiter. Die Schlange ist übrigens schon gestorben. Und schaut euch das mal an. Schön, dass das ausschaut. Gleich ein Bildchen schießen. So, die Reifenspuren. Hier gehen die lang. Müssen wir mal gucken hier, ob noch irgendwas ist. Reifenspuren, da ist Bogen. Ich bin durstig. Jetzt ist das natürlich hier weg. Kommst du noch mal zu mir? Da hinten ist auch noch einer. Jetzt hat er mich entdeckt, verdammt. Na gut. Laufen wir überhaupt noch richtig? Ja, wir laufen richtig. Osten. Da müsste die Mauer ja links von uns sein. Da ist ein Ameisenhügel. Pilze, immer gut. Pilze sind immer gut. Hier ist ganz viel Nüsse sind hier. Mir ist aufgefallen, dass unter dem Büschen hier die Nüsse liegen, die Fett bringen. Ich bin zu schwer. Das können wir ändern, wenn wir was zu uns nehmen, essen. Können wir gleich mal hier 60 Kohlenhydrate, Wahnsinn. Lebensmittelvergiftung. Was haben wir jetzt gegessen? Ach so, die Zwiebel. Die Zwiebel haben wir gegessen. Geistige Gesundheit plus 3, ja. Können wir mal wegwerfen hier. Ich muss mal was trinken. Bidon leer, Bidonwasser schmutzig, das ist natürlich ganz klasse. Schokoriegel, was bringt der? Kohlenhydrate. Ich muss mich noch mal übergeben. Sag mal. Unbekannte Kräuter essen. 2 Kohlenhydrate. Das gab es auf jeden Fall auch nicht. Bin so hungrig. Ist etwas Fettiges wie etwa Nüsse. Ein Snack. Müssen uns hier ständig übergeben, ja. Also, wir wissen jetzt. Inventar, nochmal auf das Essen. Muss nochmal kurz sortieren. Wir wissen jetzt, dass die Zwiebel ordentlich Lebensmittelvergiftung bringt. Und dann müssen wir mal gucken, welche Pflanze hier? Muss ja eigentlich auch im Tagebuch stehen, welche Pflanze? Bei Lebensmittelvergiftung. Giftete Wunde, Ekel, Fieber, Lebensmittelvergiftung.
wird zeitweilig natürlich mit der Einnahme von pflanzlichen, natürlichen Anti-Lebensmittel-Vergiftungseigenschaften beschleunigt. Heilungsprozess. Pflanzen. Anti-Lebensmittel-Vergiftung. Okay, die bringt Lebensmittelvergiftung, das haben wir jetzt gelernt. Tötet Parasiten. Ja, und das war's natürlich wieder. Du bist ohnmächtig. Super. Jetzt haben wir nämlich einen Wurm. Jetzt haben wir einen Wurm. Nee, nicht F. C, weil ich drücken. Da ist er, der Liebe. Zack. Und einen einfachen Verband war es, glaube ich. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Einfachen Verband. C. Noch ein Wurm. Nicht so viele Fischgräten, sag mal. Nicht so viele Fischgräten. Ja. Gucken wir uns nochmal an. Kann ja das sein, dass hier noch was ist, aber die Lupe ist ja auch weg. Die Lupe ist auch weg. Okay, meine lieben Freunde. Weiter geht's. Vorerst. Da ist ein riesengroßer toter Baum. Cool. Halt hier drauf? Nee. Ich habe auch keine Energie. Wir sollten hier. Oh, wir sollten auch keine Energie verschwenden. Einmal schlagen, komm. Ja, sollten hier ganz schnell uns ein Bettchen bauen. Oh, das geht ja nirgends. Warum geht das hier nirgends? Nein. Warte mal, müssen wir erstmal kurz ein paar Pilze essen. Schokoriegel. Oh, jetzt geht das wieder weg, warum? Ich kann hier kein Bett bauen. Was ist denn das hier? Wird schwächer. Ja, yeah, ich kann hier aber kein Bett bauen. Was ist das für ein Mist? Hinten kann ich auch kein Bett bauen. Auch Spiel, komm. Hier könnte ich ein Bett bauen. Oder was? Sind aber die Kräuter im Weg. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Hier oben? Muss ich bis hier oben laufen? Hier kann ich hundertprozentig ein Bett bauen. Da, zack. Ja, aber ich halte keine drei Schläge mehr durch. Und ich fahre jetzt sofort um. Ja, zack, 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 zack. 10 Stück. Oh, und ich bin wieder weg. Parasiten habe ich auch. Jetzt habe ich noch mehr Würmer. Mann, ich habe keine Fischgräten. Keine Fischgräten. Das letzte Mal haben wir erstmal hier die Parasiten loswerden. Plus, minus. Also, weil ich dreckig bin. Haha, wer hätte es gedacht? Ah, jetzt haben wir es aus. Aber fast noch was Schlechtes gegessen hier. Schaust dir an. Wenn wir uns mal angucken. Das sind wir wieder. Aber der andere ist weg. Aber wir haben jetzt keine Fischgräte mehr. Das ist natürlich äußerst bescheiden. Mal gucken, ob wir hier Knochen haben. Wir haben natürlich keinen Knochen dabei. Das ist jetzt nicht gut. Kein Knochen. Aber ich baue jetzt trotzdem erstmal dieses blöde Bett hier zu Ende. Dass wir hier Energie restauren können. Da. Jetzt können wir hier auf jeden Fall Energie restauren. Wasser schmutzig. Warum nehme ich denn schmutziges Wasser mit?
Ich hätte doch. Ah, jetzt habe ich wieder das unsichere Wasser vergessen. Ja. Unsichere Wasser haben wir vergessen. Getrocknet ist das hier. Na, essen möchte ich jetzt gerade nichts. Das Bidon ist leer. Das ist auch schön. Gibt es irgendwo Kokosnüsse? Ah, da brauche ich auch Energie. Ja. Ich tue erstmal kurz hier hin. Müssen auch aufwachen, weil unser Leben darunter geht. Ach so, und geistige Gesundheit geht auf Minus. Wir haben jetzt Fieber. Und ich habe Hunger. Ein Hungry. Ja, ich muss erstmal hier runter. Ach, verdammt. Scheiße. Sag mal. Und du bist es nicht weggelaufen. Ich hab dich doch voll am Kopf getroffen. Oh ja, Schmerzmittel. Das hilft bestimmt. Eine Dose. Dose, das hilft. Aber erstmal müssen wir uns waschen. Der läuft auch weg. Oh, schön. Können wir uns hier irgendwie waschen? Hier ist eine Schlange. Da ist eine Schlange. Halten wir es mal von der Seite auf hier. Waschen. So, haben wir das schon mal weg. Auf jeden Fall jetzt so ein Tier töten. Aber ich habe keinen Fall mehr. Herstellen. So, wo bist denn da? Das ist gut. Eh ausnehmen. Wir brauchen Knochen für Dings. Stimmt, Inventar voll. Nee, nee, keine Inventar voll. Knochen sammeln. Knochen sammeln war das. Genau, Knochen sammeln. Ich bin hungrig. Geht gleich los. Wir müssen uns nochmal waschen. Ich bin voll. Nein. Wurm. Müssen uns waschen. So, jetzt ganz schnell C. Komm, fertig mit der Animation. Da müssen wir hin. C drücken. Knochen. Zack. Wunde. So, und jetzt ganz schnell was essen. Disgusting. Ugh. Das bringt ja richtig viel. So, lassen wir das auch mal. Ich habe noch was. Ach so, ja, das andere. Da, ich habe doch die Ameisen gesammelt, oder? Ameisen. Gucken noch mal auf den Arm. Ich habe doch die Ameisen gesammelt. Ameisen. Nee, die gingen aber nicht. Ameisen. Dort rennt eine Maus. Guck mal, eine Maus. Ich brauche Mann. Es geht immer noch runter, oder? Kacke. Schmerzmittel. Plus 3 geistige Gesundheit. Arg. Die Dose essen. Hilft das was? Ich weiß nicht. Ob die Dose was hilft. Ich weiß es nicht. Wir konnten auf jeden Fall was vergammeln lassen und das, dauert jetzt 18 Minuten. Das ist vielleicht nicht so optimal. Aber daraus bekommen wir Maden aus was Vergammeltem. Wir werden es überleben. Wir werden es überleben. Vielleicht finden wir irgendwo, muss ich wieder aufpassen, über irgendwo die Schlange.
jetzt sind wir wieder hier. Wir gehen mal wieder zurück zum Bett. Dort in der Nähe schauen wir uns auf jeden Fall jetzt mal um. Ich bin durstig, ja, ich weiß. Ich bin durstig. Vielleicht nochmal kurz gucken nach meiner Wunde hier. Die ist wieder weg. Haben wir ja sonst noch was? Sag mal. Da ist ein Egel. Sag mir doch, dass ich Egel habe. Immer noch. Achso, dort oben. Da brauchen wir erstmal hier. Arg. Hier, mach du dich mal weg. Dich kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Muss aber auch aufpassen auf alles Mögliche. Ist was Fettiges, wurde mir gesagt. Was Fettiges? Ich höre irgendwo Bienen. Was Fettiges. Hier sind irgendwo Nüsse? Nee, gerade sind keine Nüsse hier im Angebot. Nüsse sind aus. Nüsse sind aus. Na, alleine, meine lieben Freunde, ist das immer so ein bisschen kleine Herausforderung. Hier ist auf jeden Fall das Bett, aber das bringt mir nichts gerade. Da würde ich jetzt auch sterben. Bei dem Bett. Brauchen jetzt hier auf jeden Fall irgendwo eine Art Kadaver, sage ich mal. Eine Art Kadaver. Ich brauche etwas zu trinken. Das geht nämlich auch noch. Hier trinken ist komplett alle. Ach du Heimatland. Trinken ist komplett alle. Habe ich denn. Da kriege ich auch wieder Lebensmittelvergiftung, wa? Wenn ich jetzt das Wasser trinke, was schmutzig ist. Das hilft dann nur gegen Parasiten. Ich probier's mal. Ja, nee, das sind Parasiten. Ja, da kann ich gegen heilen. Nee, Bidon. Trinken. Disgusting. Und nur zwei Pilze. Okay. Trinken ist wieder ein bisschen da. Aber ich habe noch keinen Kadaver gefunden. Holla, die Waldfee, geht's hier runter. Ich will mich ausruhen. Ui, mal. Muss ich ja noch ein Bild entschieden. Oh, da unten ist was. Da ist ein Lager. Ich höre irgendwo einen Jaguar. Das gefällt mir gar nicht. Gehen wir hier unten rum. Vielleicht liegt hier irgendwas. Ja, ich werde jetzt definitiv drauf gehen, aber das steht schon außer Frage. Shit happens, sage ich dazu nur. Shit happens. Ich hoffe, dass ich auch hier rauskomme. Dass es hier irgendwie gespeichert hat oder so. Aber ich glaube, man kann ja nur an den großen Unterständen speichern. Also, ja. Wenn ich jetzt sterbe, ist natürlich der Spielstand weg. Ich kann natürlich versuchen, wieder dahin zu gelangen, aber das wird mir nichts bringen. Hier ist noch ein kleiner Stock, das wird mir auch nichts bringen. Ich finde eben nicht so wirklich gut, dass die Schmerzmittel, ne? Schmerzmittel helfen hier gar nichts, meine lieben Freunde. Helfen gar nichts. Aber ich. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Bevor ich jetzt nochmal umkippe hier. Ja, das geht nicht. Bevor ich jetzt nochmal umkippe, essen. Boah. Tut ja gar nichts Energie restoren. Gar nichts.
Jetzt haben wir noch mehr Wärme. Ich bin ohnmächtig. Jetzt haben wir noch mehr Wärme. C. Da mal rein. Da mal auch rein. Sammeln. Holla die Waldfee. Warum tut sich denn das Menü schließen? Sage mal. Wo war es denn jetzt? Hier. Wird auf jeden Fall jetzt wieder Nacht. So, vielleicht haben wir jetzt ja hier irgendwie was Verdorbenes. Jetzt haben wir alles gegessen, ne? Ich gehe nochmal hoch. Ich schlafe mal noch ein bisschen. Ah, ne, schlafen ist ja mehr Energie, weniger Leben, ne? Aber wir müssen auf jeden Fall. Ich lege mich ganz kurz lege ich mich schlafen. Und dann ist nämlich hier taghell. Super. Aber guck mal, der graue Balken, wo man das Leben aufrüstet, da. Okay, werden wir vielleicht doch nicht sterben. Was ist das? Stöcke im Boden. Stöcke im Boden. Wir müssen jetzt Ausschau halten nach einem Kadaver. Nach einem Kadaver, meine lieben Freunde. Eine herzpochende Folge ist es heute. Wir tun dann nebenbei noch neue Sachen erkunden. Was eigentlich gar nicht so wirklich der Plan ist, weil ich einen Kadaver benötige. Deswegen mich auch nicht wirklich auf die Umgebung konzentrieren kann. Diese Pilze. Ich gehe einfach mal hier unten hin. Vielleicht ist hier was. Am Wegesrand findet man ja nicht so viel. Hier ist auf jeden Fall zu trinken. Sammeln. Müssen Ausschau halten nach Baumstümpfen. Wenn ihr Baumstümpfe seht, dann schreit ganz laut, wenn ich die übersehe. Schreit ganz laut. Da ist ein Baumstumpf. Sind da Maden drin oder Larven? Larven. Okay. Wenn ich jetzt eine Larve nehme und da Rechtsklick drauf mache, kann ich ihn nur essen. Dann natürlich nicht zu so fein. Das ist natürlich nicht so fein. Hier laufe ich gerade wieder an der Wand lang, aber hier hinten ging es dann auch noch weiter. Hinten ging es auch noch weiter. Eine sehr spannende Folge heute. Werde ich sterben oder nicht? Ich möchte aber nicht sterben. Sind da irgendwie noch Tiere? Ich möchte gerne mal wieder ein Tier erlegen. War ich hier gerade? Ich höre eins.
Ich habe auch, glaube ich, nur einen Pfeil. Wo ist es? Kann doch eine bloße Spinne sein, die jetzt hier gleich auf mich drauf springt. Hier sind Bananen, das ist gut. So, aber er ist doch gleich bei mir, es wird immer lauter. Das ist ja irgendwie eine Spinne. Laufe ich mal weiter. Habe ich ein Schwein gehört. Wo ist das Schwein? Da drüben. Fauchen? Wo ist Fauchen? Was Fauchen gehört? Vorne ist eine Lichtung. Wo ist das Schwein? Aber Egel. Müssen wir jetzt aufpassen hier. Das Fleisch geht auch. Eh sammeln. So, schauen wir mal. Wenn ich jetzt eh Essen zerstören, Stapel zerstören. Wie lange braucht das? 19 Minuten. Holla, die Waldfee. Da ist es ja besser, wenn ich hier kurz mich schlafen lege. Und hier drüben geht's weiter. Kann ich hier runter? Komm ich hier runter? Jedenfalls besser, wo ich, wenn ich irgendwo ein Bett baue. Ich glaube, das habe ich von weitem gesehen hier, diesen Überhang. Hier geht's ganz schön weit runter. Holla die Waldfee. Gehen wir mal hier rüber. Und hier unten war ja irgendwo so ein Lager. Irgendwo ein Lager. Gucken wir auf der Karte, wo wir gerade sind. Wir sind auf 39,17. 39. 17. Hier, Zimmer. An der Stelle. Genau. Also hier kann man auf jeden Fall schlafen. Hier ist, hier sind Palmblätter. Es wird ja auch gerade dunkel, ne? Die Sonne geht unter. Blätterbett. Wie ging es gerade? Hier war gerade kurz weiß. Oder gelb? War es gelb oder weiß? Hier war es weiß. So.
Zack. Da werde ich hier mal so ein paar Bäume noch klopfen. Dann werde ich auch gleich mal speichern, ne? Aber ich würde erst abspeichern wollen, wenn wir geschlafen haben. Da. Zack. So. Machen wir hier das Menü. Das Menü. Gestelle. Rahmen. Bambusrahmen, das wäre jetzt ja lost. So, Rahmen. Holzscheit 2. Hier. Und 2 auf der Seite. Lange Stöcke brauchen wir hier. Lange Stöcke. Das sind aber nur normale Stöcke noch. Ist vielleicht nicht so praktisch. Schauen wir mal, ob wir einen langen Stock rausbekommen. Komm mal einen raus. Legen wir den mal kurz ab. Den zweiten hier noch. Schnell. So. So, Holzrahmen hergestellt. Gehen wir noch mal kurz hier in das Menü. Können wir jetzt irgendwo noch so ein Blätterdach machen, oder? Hier, Banandach. Banandach, weil hier sind nämlich Bananenblätter. So. Schauen wir mal. Also der Plan ist jetzt auf jeden Fall zu schlafen, um verdorbenes Fleisch zu sammeln, um Maden zu bekommen und um aus den Maden die Wunde zu reinigen. Klingt famos, aber ist der Plan. Ja, der Bananenbaum killen. Noch 2. 1, 2. So, sicherheitshalber speichern wir hier auch noch mal. Zack. Und legen uns schlafen. Zwei Uhr in der Nacht. Ja, ich bin durstig. Ich hätte vielleicht die Kokosnussschale aufstellen müssen. Wenn wir denn eine da haben. Haben wir. Haben wir. Wäre vielleicht ganz praktisch gewesen. Aber nun gut. Jetzt ist auf jeden Fall hier bestimmt Fleisch verdorben. Irgendwas. Immer noch 8 Stunden. Krass, 14 Stunden. Wahnsinn. Wir gucken erstmal unsere Arme an. Das ist hier. Hier ist alles in Ordnung. Hier ist auch alles in Ordnung. Da gucken wir jetzt mal hier auf unsere Uhr. So. Wir brauchen Wasser, wir brauchen alles. Alles brauchen wir. Tun wir jetzt Disgusting. einmal Ugh. das essen. Oder
Einmal das essen. Larven? Ich weiß nicht, wie viel die Larven bringen. Das weiß ich nicht. Einmal Lebensmittelvergiftung. Wir haben hier leere Bidons. Wir tun jetzt auch nochmal speichern. Legen uns nochmal schlafen. Jetzt können wir behandeln. Immer noch nicht. 2 Stunden. Okay, müssen wir mal kurz schlafen. Neun, zehn, elf. Jetzt müsste es aber sein. Ah, jetzt ist es erst sammeln. Ah. Maden, meine lieben Freunde. Maden. Oh, meine lieben Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir warten, bis die Lupe wieder kommt. Dann ist dann ein Verband drum. Jetzt tue ich nochmal speichern. Und jetzt können wir hier trinken. Machen wir die Kokosnussschalen da. Einmal. Zweimal. Brauchen jetzt alles, wa? Genau, Fett, Proteine, Pfeile brauchen wir auch. Ich tu mal hier Y drücken. Herstellen. So, wir können ja mal ein Feuer hinstellen, weil wir haben hier so viele Stöcke rumliegen. Feuer. Kleines Feuer. Zack. Sammeln. Sammeln. Mal da hinten, ne? Rennt das Ding weg. Willst du mich verarschen? Lass mich eh drücken. Zack. Super. Und jetzt müssen wir aber noch einen Verband hier drum machen. Genau, jetzt ist es wieder auf. Noch einen Verband hier drum. Ganz normalen. So, jetzt haben wir hier was. Guck mal, was es hier gibt. Maden. Eh. Super. Knochen nehmen wir auch mal mit. So, jetzt machen wir uns mal hier. Ein Feuerchen. Gut erforderlich. Benutzen. Wir haben jetzt gerade kein Wasser. Da hole ich mal kurz Wasser.
An der Zeit kann das Fleisch ja schon mal hier braten, das dauert eh seine Zeit. Ich habe Egel. Noch mehr? Hier ist noch einer. Gut. Oh, hier ist eine Kokosnuss, das ist gut. Eh nehmen. Trinken. Sammeln. Meine lieben Freunde. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. In Green Hell, meine lieben Freunde. Wir haben es geschafft. Wir haben die Krankheit besiegt. Oh. Ich bin super happy, dass ich es geschafft habe. Und ja, in der nächsten Folge, da werden wir uns dieses Fleisch zu Genüge führen und Wasser holen gehen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge, meine lieben Freunde.